Ich habe ein Video von Undojump verpasst, das ist schon 7 Tage her. Das Ende der Frankfurter Tinder-Talahons. Habe ich Bock drauf, Digga. Wir haben eine Menge nachzuholen, ich war 2 Wochen nicht live. Let's go. Talahon kommt eigentlich aus dem Arabischen und heißt, komm mal her. Doch aufgrund von peinlichen TikTok-Trends, die maximal unlustig sind und Leute lieber zum Nachdenken bringen sollte, hat sich das Wort zu einem K-Wort-Ersatz entwickelt. So wird alles und jeder, der aussieht wie ein Ausländer, direkt Talahon genannt. Auch in den Nachrichten hat das Wort seinen Platz gefunden. Es sind immer junge Männer mit Migrationshintergrund, die das auch angeben. Es sind häufig junge Männer, die sehr, sehr schlecht Deutsch sprechen. Also ich sehe selbst Talahons, die Schweizer sind. Talahon ist ja nicht, ist ja egal, woher die kommen. Ein Talahon kann auch in, keine Ahnung, Bruder, in Italien sein. Bruder, ein Talahon ist einfach ein anderes Wort für Jugendliche, die gefälschte Gucci-Klamotten tragen, bisschen Schattenboxen machen und so. Ist einfach ein Spitzname dafür, um sich lustig zu machen. Verstehst du, ist es nicht. Das hat nichts mit Nationalität zu tun. Die sagen, das klingt manchmal eher wie ein Gestammel. Zudem sind die Auftritte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen extrem verstörend. Hier ein Beispiel. Ja oder nein? Das ist nicht, Digga. Das ist wie so eine Bowlingkugel mit 3 Löchern. Ich steck meinen Finger in der Mutter. Da habe ich auch das Video abgebrochen gehabt. Und ich werde jetzt nochmal Retalk machen. Ich werde ja auch in Zukunft wieder auf die Fatih Pumping Monkey Videos reagieren. Das werden jetzt ein bisschen längere Talks von mir. Damals habe ich die Videos gecancelt aufgrund einer persönlichen Sache zwischen mir und Fatih. Er hat mir nichts getan, aber ich war von ihm als Mensch getriggert. So. Jahre sind vergangen, vergeben, vergessen. Doch was er von mir hält, ist mir auch egal, weil ich mache Business. Aber Bruder, ihr seht ja selber, Fatih macht alles sehr schlau. Er nimmt die Leute, er lässt die Leute auch so reden, er weiß, wer von den Leuten polarisiert. Und denkst du, das juckt auch ein Fatih, dass das jetzt in den Nachrichten war? Es juckt keinen. Und am Ende des Tages sehen diese Nachrichten jetzt auch nur 70-jährige Omas, 60-jährige Almans und denken sich einfach, okay, was passiert mit unserem Land? Und deswegen wird auch die AfD und sowas gewählt, so weißt du, ich meine. Aber es checkt halt keiner, dass es eigentlich nur zur Unterhaltung geht und so. Das ist einfach diese Sache. So, und Leute wie er, wie Fatih oder wie ich, wir sind alles irgendwo Kapitalisten, weißt du, ich meine? Ich kann nicht die Welt retten. Und das hat mir YouTube Deutschland die letzten 2 Jahre bewiesen. Nur weil ein YouTuber, der eine große Reichweite hatte, aufgehört hat zu reagieren, haben die anderen ja nicht aufgehört. Weil jeder nur an seine Tasche denkt, Bruder. Ich bin auch alt genug und denke mir einfach, ey, ja, manchmal übertreiben die und manchmal ist so und so, aber am Ende ist alles nur Unterhaltung. Aber eine deutsche Frau, die 60 ist, die wirst du davon nicht irgendwie überzeugen können. Sieht einfach irgendeinen Kacken hier mit einem Real Madrid-Trikot, wie er die ganze Zeit beleidigt und so halt. Weißt du? Dann rollst du weg, du weißt. Dankeschön, YouTube. Heute geht's um das Ende, um das, was mal jemand überhaupt erwähnen muss. Um das, was der Grund dafür auch ist. Wieso, weshalb, warum sich das... Also das ist auf jeden Fall kein Ende, weil die nächsten Videos von Fatih werden trotzdem durch die Decke gehen. Das alles in eine eklige Richtung entwickelt hat. YouTube hat seine Eier verloren und das ist auch gar kein Geheimnis. Einfach auch aus dem Grund, weil diese ganzen neumodernen auf TikTok jetzt sind und sich zu wohl im Internet fühlen, muss einer diesen Drecks jetzt erst, ist schon seit Jahren so, Job wieder machen. Was glaubt, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin wieder zurück. Ach, Pumpin' Monkey, ach, was hast du uns wieder angetan? Hier wird's aber nicht groß um dich gehen, du bist korrekt, ich mag dich, also ich mag dich wirklich. Aber wenn ich jetzt hier deine Hunde f***e, nimm das bitte nicht persönlich, okay? Warum soll er das persönlich nehmen? Du reagierst auf die Videos und hast was davon? Digga, Wallah, was? Digga, ohne Jam, manchmal triggerst du mich, Bruder. Weil der eine... Voll der Film gerade. ...ist eine traurige, angeschimmelte Seele und der andere, zu dem kommen wir auch noch. Kommen wir aber erstmal zu dem Grund, warum dieses Video überhaupt entsteht. Leute. Mein Arzt hat mich gerade angerufen, ich habe Krebs. Hat jemand Brillo bestellt in schwarz? Heute auf jeden Fall ein ernstes Video. Er schreibt schon, wenn ich komisch Stil nehme. Echt? Vater schreibt dir? Ich habe eine unheilbare Krankheit und ich habe Krebs. Ich bleib bei dem Punkt. Wer Krebs vortäuscht im Internet, für Klicks, für Fame, für Likes, für Follower, ist einfach nur ein... Kurz und knapp. Und ich werde nur noch 3 Wochen leben, ja. Bis zum 31. Juli. Weil halt Barillo das ganze Thema schon, was das angeht, durchgelutscht hat, ist es einfach nicht mehr so relevant in meinen Augen. Wir sind ja alle irgendwo abgehärtet. Wenn irgendein random im Internet sagt, er hat Krebs, nimmt er das nicht böse, aber irgendwie nimmt das keiner mehr ernst, oder? Wenn ihr das jetzt auf eurer For You-Page sehen würdet, ihr skippt doch eh weit, oder nicht? Es juckt doch keinen. Vor allem die Leute, die ihn sowieso kennen, wissen sofort, er macht's nur deswegen. Und mein letzter Wunsch. Ja, ja, es hat nur 1,5 Likes, Bruder, juckt. 25.000 Abonnenten. Du kleiner Schimmel. Du kleine Ab... Ich nehme Ende von Reaktion auf Tinder, er sagt, mach nicht so. Ja, Bruder, Fatih und ich haben uns auch immer ein paar Spiele gemacht, im Sinne von, was ihm nicht gefallen hat und was mir... Ich gebe dir mal ein Beispiel. Weißt du, was Fatih genervt hatte? Guck mal, ich habe ja mit Fatih nichts mehr zu tun. Er wird dagegen nichts sagen, aber Bruder, ich lasse mir von niemandem mehr den Mund zu machen. Und Digga, ich rede einfach, Hanne, Bruder, was denn? Ich habe so viel gesehen im Internet, ist nichts passiert. Schwimm mich, Herr Ojak. Digga, Fatih hat sich damals aufgeregt, dass ich in meinen Reaktionen gesagt habe, Pumpin Maimun. Wallah, wir haben diskutiert und telefoniert deswegen. Bruder, Maimun heißt doch Affe. Aber er hat gedacht, ich verarsche ihn damit. Also, du willst auch nicht, dass ich dich Can gebrochen nenne. Ich so, Bruder, du kannst
mich nennen, wie du willst, weißt du? Deswegen an alle Influencer da draußen, lasst euch das nicht so einreden, wie auch immer. HNR macht Content, wir reagieren und fertig, weißt du? Abgelaufene Milchpackung, du angeschmiert. Manchmal nimmt man zu viele Sachen, also man nimmt manche Sachen zu ernst, Digga. Die Milchpackung, was für... Also soll ich dich auch Jean-Kirk nennen? Ich so, du kannst machen, was du willst, Bruder. Wenn dich das so stört, aber weil ich halt damals gut mit ihm war, habe ich damit aufgehört, so, weißt du, ich meine? Aber es war ja nichts Schlimmes, es ist ja sein Künstlername nur auf Türkisch, Alter. Was für Krebs? Wann? Ich kann euch noch was erzählen. Wisst ihr, welcher Schwanz sich bei mir gemeldet hat? Einfach Mariams Bruder. Aber nicht er selber, weil er keine Eier hatte. Er hat über eine Firma mir gedroht, mich zu striken. Dieses Dayus-Video. Weißt du noch, kennt ihr noch das Statement von ihm? Dieser Schwanz. Er macht Videos, wo er Shitstorm lenkt auf seine Familie oder was auch immer. Und jetzt, wo die sich also alle vertragen haben und alle ihr Geld machen. Guck mal, ich würde ja verstehen, Bruder, ich bin ja auch ein erwachsener Mann. Ne? Ich sehe ja meine Fehler auch ein, wenn ich Fehler mache. Und glaub mir, ich mache sehr viele Fehler. Aber du kleiner Pimmel, du Du traust dich nicht selber, mich anzuschreiben. Er geht zu einer Firma und diese Firma schreibt mir auf Instagram. Ja, nee, die hatten gar nicht die Power, mein Video zu striken. Und glaub mir, Bruder, das Video juckt mich gar nicht. Es juckt mich gar nicht. Ich hab's einfach rausgenommen, interessiert mich nicht. Hab auf nicht gelistet gestellt und fertig. Aber da könnt ihr mal sehen, vor 2 Jahren hatten sie keine Eier. Heute haben sie noch immer keine Eier und versuchen über andere Ecken zu drohen. Weißt du? Und die können froh sein, dass ich keinen Bock mehr hab auf diese Anwaltsfilme. Und wenn ich hätte Bock gehabt hätte, dann hätte ich seine Agentur in den Arsch gepoppt. Mit all seinen Influencern. Die ganze Zeit. Neues Business. Einfach gucken, was die machen. Voll der Otto, Bruder. Was für Krebs? Du Schimmel, hast du ein Ablaufdatum bekommen? Und ich werde nur noch 3 Wochen leben, ja. Bis zum 31. Juli. Er ist der erste Mensch, der ein Ablaufdatum hat. Ich kann nur noch bis zum Ende leben und dann... Halt's Maul. Halt mal deine Fresse. Boah, Junge, ich hab einen Tinnitus im Ohr, Alter. Halt's Maul. Ich will nicht wissen, wie du abschmieren würdest, du angeschimmelte Schimmelpackung, wenn einer aus deiner Familie Krebs hätte. Aber das kannst du dir sicherlich nicht vorstellen, weil ihr könnt nicht weiter als das denken. Könnt ihr nicht. Ihr seid alle derselbe Mist. Hey, yo, man. What's up, man? Oh, mein Leben besteht nur einmal die Woche daraus, beim Pump and Monkey in den Videos zu sein. Stell dich mal vor, scheiß Player und ich hab heute miese Druck, ja, miese Druck. Muss denn deine Traumfrau aussehen? Oder die soll vernünftig aussehen, nicht wie sie, oder? Die, man denkt, was sind Frauen gut eigentlich, sag mal, was sind Frauen gut? Fatih, Armin, darf ich wieder in den Videos sein? Ich bin noch ganz böse in den Videos. Boah, die sind so geil auf Fame. Walla, gar kein Problem, gar kein Problem. Hier. Ich chill mit Ganji und du nur mit Junkies. Puh, im letzten Kampf. Hat er sich gerade auf die Hand spucken lassen? Hat er sich gerade wirklich auf die Hand spucken lassen? Hier. Ich chill mit Ganji und du nur mit Junkies. Puh, im letzten Kampf. Voll die Lustigen. Also, dass du eine richtig traurige Seele bist und so ein richtig angeschimmelter, elendiger. Das brauche ich, glaube ich, gar keinem zu erzählen. Ich meine. Puh, im letzten Kampf, Ali. Puh, im letzten Kampf, Ali. Ja. Zeig mal ganz kurz seine TikTok-Beschreibung. Ah. Ein Diener Allahs. Okay. Geile TikTok-Beschreibung, mein Bester. Geil. Puh, im letzten Kampf, Ali. Ist das dein Gussel-Abtest, du Schimmelpackung? Du kleine Lachnummer, ist dir deine Religion so wichtig, dass du solche Videos postest? Ja, gib's mir, gib mir nochmal 10 Haaren. Gib die Tocker, so sag ich schluck, während du unten so ein Pommes guckst. Einer schreibt, ein Dealer Allahs in seine Dings, in seine TikTok-Beschreibung denkt, er hat Freifahrtschein für Himmel bekommen, für Paradies. Haben wir uns nicht vor ein paar Wochen noch über einen Tesla Hahn abgefuckt? Ha? Haben wir uns nicht abgefuckt über den, dass er unsere Religion in den Dreck gezogen hat? Soll ich euch mal was sagen? Ihr zieht ihn noch mehr in den Dreck. Ich bin hier unter Kivatunem. Was? Soll ich mal was sagen? Ihr zieht ihn noch mehr in den Dreck. Zeno hat Kopftuch ausgezogen, nur um mir zu rutschen. Ich bin hier unter Chivato in einem Tiguan. Nix auf Chiruka. Was soll ich euch sagen, Bruder? Die neue Generation macht sowieso, was sie wollen im Internet. Es ist nicht mehr so schlimm für die Leute. Aber ihr seht selber, Bruder, die Leute bauen sich einen Hype auf ihre Religion mit ihrem Kopftuch und dann ziehen die ihr Kopftuch aus. Auch so eine Sache. Ja, geil, Alter. Wenn wir schon dabei sind, gehen wir auch auf den anderen Vollidioten ein. Ist das geil. 2 Frankfurt-Tinder-Reste kämpfen Seite an Seite in den Videos. Der eine 1,25, der andere 30 IQ. Passt doch. Er hat seit 5 Wochen dieselbe Hose an. Also müsst ihr euch mal vorstellen, warum... Ja, er hat dieselbe Hose an, um halt aufzufallen, weißt du? Warum ich jetzt auf... So, das ist dein Markenzeichen. Ihn eingehe. Auf Insta geht dieses Video viral, wo er Krebs faked. Ich kommentiere darunter. Ich kümmere mich darum. Ich hatte mir vorgenommen und ich hatte auch das Video schon gedreht. Hier könnt ihr sogar das Datum sehen. Da aber sollte das Video kommen. Da ging es nur um Player und seine Krebsvortäuscherei. Also kommentiere ich, ich kümmere mich persönlich darum und dann. Trau dich mal, du Gymnastikball. Lol. Ah, der Bre mit dem Real Madrid-Trikot hat das jetzt geschrieben. Bernhard.Vater von Frankfurt. Ich wusste gar nicht, dass Hunde Väter von Menschen sein können, aber passt. Du kleine Schmolllippe, alte Handtuchkopf. Er kommt mir mit. Trau dich doch, du Gymnastikball. Warum sind wir in...
Dicker Mann, er macht doch auch Spaß, so wie wir die ganze Zeit die Leute uns Witze einfach lassen. Alle, er macht doch auch nur Spaß, Digga, als ob er das ernst meint. 2010? Denkst du, du bist der erste Mensch, der fetten Witze macht? Ich weiß doch, dass ich fett bin. Ja, wir dissen uns doch selber damit. Du hast alles gut, Mann. Entspann dich, Bruder. Hat das auch schon, dass du Gymnastikball richtig geschrieben hast. Geh erstmal deine Haare abtrocknen, du kleiner Bahnhofspatient. Was willst du eigentlich von mir? Du siehst aus wie die Kylie Jenner Lip Challenge von 2013. Du machst Fotos mit komischen Handschuhen. Du siehst... Fortnite-Handschuhe einfach. Aus wie ein Fortnite-Skin. Ja, Allah. Warum gehst du auf Aussehen? Salam alaikum, meine Freunde, auf jeden Fall, es geht um... Oh, Ansage! An Onurcan und Daniel Slump, okay. Daniel Slump und Onurcan, Digga. Onurcan, war da mit deiner Schuhgröße 63, Digga. Ende, bitte. Schuhgröße 63 ist hart. Schuhgröße 63? Bruder, red mal ganz schön, bei Gott, Digga, ohne Witz, Digga. Du rollst überall hin, Bruder, mit deinen... Egal, reden wir nicht weiter mit deinem Puddingbauch, Alter. Einmal so, du rollst, Bruder, diese... Ich schwöre wild. Genauso wild. Heftige Ansage, aber das musst du locker nehmen eigentlich. Wie dein guter alter Man City Jogginghose. Junge, zieh die doch mal aus, die müffelt doch bestimmt schon. Ist das ekelhaft, Junge. Natürlich war in 1-2 Pump and Monkey Videos nicht dabei. Weil er so gestunken hat nach Arschloch und Arschritze, dass dir keiner wollte. Als du mir ans Bein gepisst hast mit dieser Ansage, ist bestimmt sogar noch ein bisschen Pisse auf diese Hose gekommen. Stinkt bestimmt auch danach. Alter, ist das ekelhaft. Frag ihn nochmal wegen seiner Haare. Hast du Junior-Nudeln aufgekommen? Und deine Mutter hat das gemacht, Junge. Man sieht schon, was seine Mission in den Videos ist. Deine Fresse, Digga. Mit ihrer Fahrradkette bestimmt von ihrem Vater geklaut. Der gibt keine verdammte Kiefer aus. Lass mal Augenbrauen. Einfach, du hast mit dem Bleistift einfach so einen Strich gemacht, Digga. Das sind keine Augenbrauen, Bruder. Mach richtig. Mach größer, Bruder. Mit deinem Seil, Alter. Kann man einfach so rausholen, einfach so schwingen, Bruder. Keine Fresse. Du Penner, Alter. Kein Ohrring ist einfach zum Schwingen, Bruder. Zum Twerken ist es so. Ja, die Mission ist maximal scheiße und peinlich. Walla, du bist peinlich. Komm, sag doch irgendwas. Junge, du bist so jung. Und das ist der Sinn von deinem Leben? Kleine Mädchen vor der Kamera beleidigen? Das ist der Sinn deines Lebens? Walla, beleidige kleine Mädchen und denk, das wäre witzig. Obwohl, ich mach grad dasselbe. Er hat eigentlich glatte Haare, wurde auf TikTok geleakt. Wow. Die Welt geht jetzt unter, Bruder. Ich muss aber auch noch eins ansprechen, weil wenn wir schon auf Aussehen gehen, alte Kokosnussschädel, dass du dich selber Berat.Vater von Frankfurt nennst. Ja gut, zufällig habe ich ja eine Bewerbung von ihm rumliegen, wie er bei Pump and Monkeys in die Videos damals reinkommen wollte. Gucken wir uns die mal gemeinsam an. Salam alaikum, ich heiße Berat. Punkt. Ich wollte sagen, Komma, hier fehlt ein Komma, dass ich in Pumpin' Monkey Videos mitmachen möchte, Komma, er hat meine Nachricht nicht gelesen. Anscheinend hat er keinen Bock auf dich gehabt. Ich hoffe, du siehst es und kannst ihn, wenn man ihm, dann bitte sagen. Punkt, ja, danke. Der Junge will halt bekannt werden und er tut ja gerade alles richtig. Du hast dich über ihn aufgeregt, er macht ein Video, ich reagiere, alle reagieren. Wallah, er hat gerade den Jackpot seines Lebens, darum geht's ihm doch. Junge, ich krieg einen halben Asthmaanfall, wenn ich das hier so. Alaikum salam, mein Bruder, wie kann ich dir weiterhelfen? Welches Video meinst du? Er schickt eine Sprachmemo. Also wenn er macht, soll er mir Bescheid geben, wann und wo. Ich will in seinem Tinder mitmachen, wenn er wieder machen sollte. Dann kommt hier die wichtigste Frage. Aus welcher Stadt kommst du? Aus Hanau. Aber das ist für mich kein Problem. Ich komme egal, wo er machen würde. Schmeckt? Hanau. Hanau. Junge, du wohnst 20 Kilometer entfernt in einer anderen Stadt. Hast du irgendwie Halluzinationen? Wie kommst du auf Vater von Frankfurt? Bin ich jetzt... Digga, Onurcan, du hast das Ding tam ernst genommen, ha? Vater von Castrop-Rauxel? Bin ich jetzt Vater von Herne-Wanne Eichel Buschmannshof? Bin ich jetzt Vater von Lütgen-Dortmund? Was ist das denn? Du musst 20 Minuten mit der Bahn von dir, von deinem Bahnhof, überhaupt erstmal nach Frankfurt fahren. Die Hose riecht bestimmt sogar nach Offenbach. Weil ich musste bestimmt schon mal umsteigen dort. Ist das krass. Beleidigt Mutter, beleidigt Vater, beleidigt Religionen. Du bist gar nicht ernst zu nehmen, Digga. Mit deinem Tee auf deinen Stirn-Ding-Kette da, Mann. Und du denkst... Seit Wochen geht das schon auf TikTok mit Ansagen und Mutterbeleidigung, die gelöscht werden. Ah, okay. Ja, Bruder, wenn er auf Mutter geht, dann bin ich sowieso mit dir. Dann macht immer keinen Kopf. Immer noch, es wäre eine... Ach so, sowas... Gute Idee, einem Krebsfaker Rücken zu geben, dann eine Ansage gegen mich zu posten, weil ich angefangen habe. Es ist unser Business, Digga. Es ist unser Business. Dich zu überspringen und dann am besten noch 2 Tage danach in meine DMs zu sliden, um mich zu beleidigen. Ich kann dafür sorgen, dass ich mit dir mal ganz anders rede. Also ich kann dich auch anrufen. Leute, der schreibt mir auf Instagram, der macht Meint er dich gerade? Meint er gerade dich hier? So einen auf, ich bin sein Fan oder irgendwas, Digga. Ich habe denen gesagt, wenn du willst, lass ein Gespräch machen, lass reden richtig, dass wir das richtig mal so klären können, unter 4 Augen. Dann soll ich drauf.
der antwortet nicht drauf. So, weil er weiß ganz genau. Warum lügst du? Was weiß er denn ganz genau? Schlägst ihn dann kaputt? Lässt das Video schön sperren, gell? Anders kennt man dich auch nicht. Yaram, red vernünftig mit mir. Wieso soll ich ein Video sperren lassen, du Vogel? Man lässt keine Videos sperren oder striken, das weiß jeder. Ganz wichtig. Ey, ach, Bruder. Nujan Wallah, du bist größte Lachkick mit diesen Videos, auch als du auf mich immer reacted hast. Eigentlich. Danke, dass du ein Fanboy von mir bist. Ich kann dir gerne ein Autogramm zusenden. Aber dass du Video abbrichst, dann mich Hund nennst, AMK. Lack, du kennst mich nicht mal persönlich. Wenn du mich persönlich kennst, du würdest mich mögen. Persönlich kennen würdest, weil ich kenne dich nicht persönlich. Also übertreib deine Lage nicht auf YouTube, Aller. Wenn du willst, mach ein Video gegen mich, gar kein Problem. Aber ich bin genau kein... Genau das wollte er und er hat genau das bekommen. Was ist nach dem Video passiert? Das würde mich mal interessieren. Ein Ecktube, der sich eines Tages entschuldigt. Ich habe ihm dann mal auch gesagt, ey, du beleidigst andere Mütter, du beleidigst andere kleine Kinder in deinen Videos. Warum soll ich dich mögen? Und was willst du von meinen Eiern? So ging das ganze Gespräch. Irgendwann war er so verwirrt von der ganzen Situation, weil er hat einfach nur 3 IQ. Dann hat er noch Mustihaft mit in die Sache eingemischt. Ich weiß gar nicht... Komm mit Mustihaft, wenn du willst. Oh Mann, Bruder. Er nimmt dich doch auf den Kopf, Bruder. Ich küsse dein Herz. Allah ist ein kleiner Junge, der mit deinen Videos aufgewachsen ist. Und der jetzt einfach nur das Gespräch sucht. Ja, es gibt eine Regel, Videos nicht mehr und so. Bruder, er ist noch ein bisschen hängen geblieben, Mann. Hanne, gönn ihm einfach diese Unterhaltung, was er da macht. Wenn er deine Mutter beleidigt, okay, bin ich voll mit dir. Aber du darfst ihn nicht so ernst nehmen. Ist ein jugendlicher Bruder. Ich küsse dein Herz. Allah, er sagt, nimm Mustihaft mit. Und dann nimmt ihr auf, wie so 2-1 machen oder was. Mann, Bruder. Noch mitgespawnt ist in diese Lobby. Wo zur Hölle hast du einmal geschrieben, dass du mit mir reden willst? Ich hab denen gesagt, wenn du willst, lass ein Gespräch machen, lass reden richtig, unter 4 Augen, dann soll ich drauf. Und wenn du so weit gehst mit, oh, ich hab Nachrichten zurückgezogen, wo wären denn dann deine? Und wo wären denn dann meine, wo ich sage, ich hab Angst mit dir zu reden? Was laberst du? Das bin ich. Das neben mir ist das legendäre Salam Lake Mac Tutorial von Jump. Warum wird in einem Beef-Video mein Salam Lake Mac eingemischt, Bruder? Bei dieser Meme, er muss sterben. Es reicht, Bruder, wir sind out. Mach von irgendeiner anderen Bubble-Insider rein. Warum kommt jetzt Salam Lake Mac? Das bin ich. Das neben mir ist das legendäre Salam Lake Mac Tutorial von Jump Bro. Und das daneben ist der Screen Record von dem ganzen Chat, ohne dass Sachen gelöscht wurden. Achso, okay. Ihr könnt euch das alles durchlesen, also in der Zeit chill ich ein bisschen. Ich guck mir auch das Salam Lake Mac Video an. Allah, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles. Salam Lake Mac ist interessanter als der Chat zwischen Runde-Jan und dem Vater von Frankfurt, Bruder. Er sagt, er hat mich umgebracht gerade. Er hat mich umgebracht, indem er gesagt hat, nimm Mustihaft mit. Er hat mich getötet, ah. Ich habe so aus dem Herzen gelacht, ich schwöre bei Gott. Jungs, hört auf, euch so ernst zu nehmen, Mann. Auch du, Unujan, entspann dich, Bruder. Du hast ein bisschen mehr zu verlieren als ein Ballard aus Frankfurt. Jungs, bitte. Und am Ende des Tages, sag mal, du gehst dahin, ihr schlägt euch da und dann. Wer hat gewonnen jetzt? Wer hat gewonnen? Ihm geht's nur um Reichweite. Nimm das nicht so ernst, Mann. Okay. Mhm. Mhm. Ja, sowieso, Fatih hat gewonnen. Mhm. Junge, hast du so Halluzinationen? Und lass mich dir nochmal auch in diesem Video sagen. Eigentlich hab ich dich gemocht, aber Bruder, ich muss jetzt die Wahrheit sagen. Deine Thumb ist ein 80, ich hab deine Anne. Oh, nicht gut. Deine Anne ist hier einfach. Die hat sich hier versteckt. Hast du gesehen? Kamera. Nüssel, ja? Guck mal, Jungs, ihr könnt doch Ansagen machen. Die Menschen und die Influencer sind eh schon abgehärtet. Na, müssen wir fair bleiben und ehrlich sein. Guck mal, mach alles, wenn Leute auf dich reagieren, aber geh nicht auf Mutter, Bruder. Geh nicht auf Mutter. Selbst wenn du bei mir auf Mutter gehen würdest, würde ich dich trotzdem nicht ernst nehmen. Ich sag's nur aus meiner Sicht, okay? Andere Leute aber, wenn du das mal bei einem Falschen machst, der f***t deinen Arsch. Glaub mir, der f***t deinen Arsch. Deswegen hört auf damit, Digga. Habt ihr nicht genug auf TikTok schon gesehen, was Leute gemacht haben alles? Dann, die haben Menschen Kleider angezogen, Bruder. Versuch mal ein bisschen lockerer zu sein. Du bist doch in diesen Videos von Fatih, du bist doch lustig manchmal. Nur geh nicht auf Mutter. Hanni, nimm's nicht so ernst. Mach nicht diese Mutterdings. Hört auf, dieses Wort so zu einfach zu nutzen, weißt du? Guck mal, ich hab vorhin in meinem Video gedroppt, dass dieser, wie heißt der Hund? Genau, Tesla-Hahn. Guck mal, bei ihm sah ich, er ist ein Hund, ich stehe dahinter. Juckt mich nicht. Juckt mich gar nicht. Was soll er machen? Er kann nichts machen. Verstehst du? Kein Problem. Hanni, ich stehe dann auch dahinter. Aber ihr habt im Leben noch nicht so viel gesehen. Außer in 3 Videos gewesen zu sein und ihr baut euch auf diese Internet was auf. Hört auf damit, Bruder. Mach mal, komm ich näher. Geh nicht auf Mutter und sowas. Bei sowas. Bei sowas nicht, weißt du? Seht ihr das? Wer ist da drauf? Das ist Daniel Slams Anne. Ah, nee. Wer ist es? Ja,
Ja, nicht nett, Digga. Also, wenn du das bei mir machen würdest, ich würde es auch nicht so schön und witzig finden. Hani, ich sehe das Ganze ein bisschen aus einem anderen Auge. Ich bin nicht mehr 20, dass ich über dich ein Video machen würde. Ich meine aber nur, dass das A, nicht lustig ist und B, nicht sein muss. Ihr müsst doch langsam den Spieß umdrehen. Guck mal an alle TikToker da draußen, die sich noch mehr einen Namen machen wollen. Digga, ihr müsst den Spieß umdrehen und mit Humor die Leute f***en. Versteht ihr das? Auf Mutter gehen ist nichts Besonderes mehr. Einer nimmt's ernst, der andere nicht. Der andere f***t deinen Arsch dafür, aber es ist nichts Wildes mehr. Ich habe schon alles gesehen in all den Jahren. Das ist nur eine Provokation, das bringt nichts. Wenn du aber Reichweite aufbauen willst auf den Nacken von Mustiha, von Unojan, von Daniel oder so, dann mach was anderes Lustiges, um ihn zu ärgern. F ihn nach. Mach was anderes, womit du rausstichst. Und dann kannst du die ganze Zeit Videos machen. So musst du es machen, aber geh ich auf Mutter, Bruder. Mach das nicht. Versteckt, Bruder. Wir hatten private Beziehung, eine heimliche Beziehung, aber jetzt hast du hier herausgefunden, Junge. Deine Mutter geht dein Vater fremd, Junge. Ich bin dein neuer Vater, Junge. Ich bin dein zweiter Vater, Junge. Pass auf, wessen Mutter. Das sind halt Kinder, Digga. Du beleidigst, weil sonst wirklich Slums Up, Marek. Das ist Slums Up, okay? Einer stottert sogar beim Atmen, Alter, und macht irgendwelche Ansagen an andere Mütter. Wir kommen zum Ende von diesem Video. Ich sage euch nur eine Sache. Und jetzt rede ich zu euch oder auch zu jedem anderen, der sich dieses Video anguckt und Teil dieser Videos vielleicht war und sich komplett blamiert hat. Ich sage nichts gegen diese Videos, weil... Weil ich auch drauf reagiere und das bringt Klicks. Wir unterhalten trotzdem. Da sind ja, genau. Menschen, die sind witzig. Da kommen mal ein, zwei Charaktere, die sind sympathisch. Das Internet hier ist nicht das wahre Leben. Wie viele Charaktere waren schon in diesen Videos, die heute nicht mehr da sind? Ihr seid noch so jung und für ein... Das stimmt, also jetzt sind endlich mal gute Worte bei. Ein bisschen Reichweite für ein, zwei Likes schmeißt ihr eure komplette Zukunft in den Müll. Der Unterschied zwischen dem, was ihr seid und wer ihr gern wärt, ist kilometerweit, Moruk. Checkt das. Ihr habt doch alle Familie zu Hause. Ihr habt doch alle vielleicht ältere Geschwister. Ihr beschmutzt doch auch deren Gesicht mit so etwas. Und was habt ihr davon? Ja, nicht mal 1000 Abos. Weil das ist ja der Grund, warum ihr in den Videos seid. Abos, Likes, bisschen auf der Straße erkannt werden, zwei, drei Bilder machen. Ernst gemeint, überlegt euch lieber zweimal, ob das alles sein muss. Ob eine Ansage an Daniel Slums Mutter sein musste. Ob eine Ansage gegen mich sein musste. Oder ob diese ganzen Beleidigungen gegen diese ganzen kleinen Mädchen sein musste. Hör mal zu, film mich mal kurz. Es gibt nur vier Frauen, Digga. Wir brauchen vier Frauen. Eine zum Kochen, eine zum Putzen, eine zum Scheppern, Bruder. Und eine kann zwar... Hart. Was du willst, Digga. Ihr macht euch zum Affen, aber kackt gleichzeitig auf eure ganze Zukunft. Überlegt euch, ob es das wert ist. Es ist nie zu spät für einen Neubeginn. Ja. Aber keine Sorge, meine Söhne, das Jahr ist noch lang und jeder, der sein Maul aufreißt, ihr kommt alle noch dran. Okay, hartes Video, aber meiner Meinung nach, also die Message am Ende war gut, aber zu hart für diese Kinder. Recht ehrlich, zu hart. Meine Söhne und so, Bruder. Du willst auch nicht, dass die Leute auf Mutter gehen und sagst zu denen meine Söhne und sowas. Mach nicht diese, Bruder.